Würdet ihr uns glauben, wenn wir euch sagen, dass wir alle Huckepack auf einem Asteroiden auf die Erde gekommen sind? Die NASA öffnete gerade die größte Probe von Asteroidengestein und sah im Inneren unerwartete Dinge, die genau das beweisen könnten. Die OSIRIS-REx-Mission war aber noch weit mehr. Dank Sonden wie dieser werden wir bald die perfekte Asteroidenabwehr aufbauen, um unser kostbares Leben auf der Erde zu schützen. Die Spannung war also riesig, als der Probenbehälter endlich auf der Erde ankam. Zum allerersten Mal hatte eine Sonde eine Probe direkt auf einem der gefährlichsten Asteroiden genommen, den wir kennen. Bennu befindet sich theoretisch auf Kollisionskurs mit der Erde. Theoretisch bedeutet in diesem Fall, dass es nahezu sicher ist, dass der Asteroid die Erde eines Tages treffen wird. Es ist nur die Frage, wann. Damit wir endlich mehr über diese Geschosse aus dem All wissen und im Ernstfall reagieren können, investieren die NASA, die ESA und andere Nationen dieser Erde Milliarden in die Erforschung von Asteroiden. Bennu ist aber noch aus einem anderen Grund interessant, denn Kometen und Asteroiden stehen im Verdacht, die heimlichen Boten des Lebens im All zu sein. Der erste Anblick der Sonde war seltsam. Das erste, was die Wissenschaftler sahen, war eine Schicht aus dunklem Pulver und sandgroßen Partikeln auf der Abdeckung des Probenbehälters. Zuerst herrschte Ratlosigkeit, ob das Pulver von Bennu stammte oder ob die Sonde das Pulver irgendwo anders eingesammelt hatte. Viele Monate war OSIRIS-REx unterwegs gewesen, um den erdnahen Asteroiden zu erreichen, sich eine einzigartige Probe zu schnappen und dann zur Erde zurückzukehren. OSIRIS-REx blieb im All, während der Probenbehälter in Erdnähe abgeworfen wurde. 250 Gramm, die die Welt verändern werden. Der sonderbare Staub bedeckte nicht nur das Innere des Behälters, sondern klebte auch auf der Außenseite, einschließlich des Avionikdecks, auf dem die Elektronik untergebracht war. Wissenschaftler schrieben in der ersten Veröffentlichung, dass der Staub in jeder kleinen Ritze des Behälters zu finden war. Selbst die winzigsten Öffnungen zwischen dem Deckel und dem Körper waren voll davon. Damit hatten Wissenschaftler nicht gerechnet. Die Sonde hätte eigentlich frei von Verunreinigungen auf die Erde kommen müssen. Erste Untersuchungen zeichneten ein Szenario, wonach OSIRIS-REx bei der Landung auf Bennu durch den kurzen Kontakt eine Schockwelle erzeugte, die sich über die Oberfläche des Asteroiden ausbreitete und zum Ausstoß bestimmter Materialien führte. Ein Teil dieses Materials heftete sich durch elektromagnetische Kräfte an OSIRIS-REx. Über den ganzen langen Weg zurück blieb das Material an den äußeren Oberflächen der Sonde haften. Das ist ungewöhnlich, denn immerhin bewegen sich Sonden mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Weltraum. Man könnte meinen, der Staub würde dadurch abgestreift werden. Ein ähnliches Phänomen tauchte schon mit dem Mondstaub auf. Apollo-Raumfahrer brachten den ätzenden Staub mit auf die Erde. Dieser haftete zäh an ihren Schutzanzügen und Schuhen und es kostete einigen Aufwand, die Ablagerung von den Kleidungsstücken zu entfernen. Doch zurück in die Labore der NASA, wo Wissenschaftler den Probenbehälter der OSIRIS-REx-Sonde öffneten. Zuerst mussten Anhaftungen von Staub und Trümmern auf dem Avionikdeck sorgfältig entfernt werden, da Wissenschaftler keine Vermischung mit dem Inhalt haben wollten. Der Staub konnte verändert oder kontaminiert sein, der Inhalt der Sonde sollte jedoch rein und original von Bennu sein. Die Gesamtmasse der Probe beträgt ungefähr 250 Gramm und übertrifft die Anforderungen für ihre wissenschaftlichen Ziele damit bei weitem. Diese Menge, die in etwa der Größe eines Butterpäckchens entspricht, könnte Antworten auf einige der größten Fragen der Menschheit liefern. Haben Asteroiden das Wasser auf die Erde gebracht? Könnten sie sogar für die Übertragung der Bausteine des Lebens auf unserem Planeten verantwortlich sein? Die Entdeckung von Wasser und Kohlenstoff in den Proben von Bennu weisen genau darauf hin. Es deutet darauf hin, dass die Bedingungen für die Entstehung des Lebens möglicherweise im gesamten Sonnensystem und darüber hinaus verbreitet sind. Es stellt auch die spannende Möglichkeit in den Raum, dass das Leben auf der Erde durch Materialien in Gang gebracht wurde, die von Asteroiden wie Bennu geliefert wurden. Asteroiden sind Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Sie sind wie Zeitkapseln, die in der Kälte des Weltraums konserviert wurden und uns wertvolle Informationen über die Bedingungen liefern können, die vor Milliarden von Jahren herrschten. Das Material von Bennu erwies sich eben durch den Fund von Spuren von Wasser und Kohlenstoff als besonders wertvoll. Bill Nelson, der Chef der NASA, betonte die Bedeutung dieser Entdeckung für das Verständnis der Entstehung unseres Planeten und unserer eigenen Existenz. OSIRIS-REx, eine Mission der Superlative. Diese Mission war in der Geschichte der Raumfahrt eine beispiellose Unternehmung. Nach einer komplexen Sammelaktion und einer Reise von Milliarden von Kilometern kehrte die Sonde mit ihrer wertvollen Fracht zur Erde zurück.
Am 8. September 2016 wurde die Raumsonde OSIRIS-REx von Cape Canaveral aus mit einer Atlas V 411-Rakete von United Launch Alliance ins All geschossen. Die Rakete schoss in den Himmel, wobei der kraftvolle RD-180-Motor der ersten Stufe und ein einzelner AJ-60A-Feststoffbooster zusammenarbeiteten, um die Sonde auf ihre lange Reise zu schicken. Nach dem erfolgreichen Start begann OSIRIS-REx ihre Reise durch das All. Um den Asteroiden Bennu zu erreichen, flog sie an der Erde vorbei und nutzte die Schwerkraft unseres Planeten, um Geschwindigkeit aufzunehmen und ihren Kurs zu korrigieren. Nach einer Reise von über 2 Jahren erreichte die Sonde am 3. Dezember 2018 schließlich Bennu und begann mit ihrer Hauptmission. OSIRIS-REx verbrachte die nächsten 2 Jahre damit, die Oberfläche von Bennu aus einer Entfernung von etwa 5 Kilometern zu kartieren. Mit ihren hochmodernen Instrumenten analysierte die Sonde den Asteroiden, um den besten Ort für die Probeentnahme zu bestimmen. Am 20. Oktober 2020 war es dann soweit. OSIRIS-REx näherte sich Bennu und berührte den Asteroiden mit einem speziellen Instrument namens TACSAM. Der Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism berührte die Oberfläche des Asteroiden nur für wenige Sekunden. Während des Landeanflugs blies OSIRIS-REx Stickstoffgas aus, um damit möglichst viel Gestein und Staub aufzuwirbeln. Ein Ansaugmechanismus sammelte dann die 250 Gramm dieser aufgewirbelten Menge ein. Nachdem die Proben sicher an Bord waren, verließ OSIRIS-REx Bennu am 10. Mai 2021. Während des gesamten Weges zur Erde waren die Proben sicher in einer speziellen Kapsel verwahrt. Am 24. September 2023 trat diese Kapsel dann in die Erdatmosphäre ein und landete sicher im Utah Test and Training Range. Die Kapsel wurde geborgen und die Proben wurden zur weiteren Analyse ins Johnson Space Center gebracht. Das Rätsel der Asteroiden und warum es uns alle angeht. Bennu zählt zu den erdnahen Asteroiden. Er hält sich schon seit Jahrzehnten in der Nähe der Erde auf und von Zeit zu Zeit ändert er seine Bahn. Dann kann es kurzzeitig schon mal zu einer Asteroidenwarnung kommen, doch glücklicherweise ändern die Asteroiden ihre Bahnen meistens wieder so, dass sie uns nicht zu nahe kommen. Trotzdem können wir eine Kollision nie ganz ausschließen. Wir müssen mehr über diese Himmelskörper wissen, insbesondere die Zusammensetzung, ihre Dichte und alle Parameter, die ausschlaggebend für die Flugbahn sind, könnten eines Tages lebensrettend sein. Wollen wir einen Asteroiden durch eine Sonde aus seiner Kollisionsbahn drängen, müssen wir wissen, wie schwer und wie beweglich Asteroiden wirklich sind. Asteroidenbahnen sind eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Stellt euch vor, ihr werft einen Stein in einen Teich. Ihr könnt ziemlich genau vorhersagen, wo er landen wird, oder? Jetzt stellt euch einen Asteroiden im Weltraum vor, der sich auf die Erde zubewegt. Man würde denken, dass wir mit all unserer fortschrittlichen Technologie genauestens vorhersagen können, wo er landen wird, aber hier wird es kompliziert. Asteroiden sind nicht nur von der Schwerkraft beeinflusst, es gibt einen geheimnisvollen Faktor, der als Yarkovsky-Effekt bekannt ist. Wenn ein Asteroid von der Sonne beschienen wird, erwärmt sich eine Seite. Asteroiden drehen sich während des Flugs und wenn die erwärmte Seite in den Schatten tritt, gibt sie Wärme ab. Dieser einfache Prozess des Erwärmens und Abkühlens erzeugt einen winzigen Schub, der die Bahn des Asteroiden im Laufe der Zeit verändern kann. Es ist, als ob unser Stein im Teich plötzlich seinen Kurs ändert, weil ein Fisch daran vorbeischwimmt. Doch warum ist das wichtig? Ihr müsst wissen, ein kleiner Kurswechsel kann im All auf die lange Strecke gesehen gewaltige Auswirkungen haben und zu einem Impact führen. Die Forscher müssen daher ständig die Asteroiden überwachen und Ausschau nach Asteroiden halten, die von den äußeren Regionen des Sonnensystems neu zu uns kommen. Aus OSIRIS-REx wird OSIRIS-APEX. Die Erforschung des Weltraums hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht, insbesondere in Bezug auf die Untersuchung von Asteroiden. Nach dem beeindruckenden Erfolg der OSIRIS-REx-Mission richtete die NASA ihren Blick sofort auf ein neues Ziel, den Asteroiden Apophis. OSIRIS-REx warf den Probenbehälter im All nur ab und machte sich selbst gleich auf die Reise zu Apophis. Auch dieser Asteroid befindet sich gefährlich nah und war vor 2 Jahren sogar für einige Tage auf Kollisionskurs. Dann drehte Apophis zum Glück aber ab und es konnte Entwarnung gegeben werden. Die OSIRIS-APEX-Mission wird sich darauf konzentrieren, detaillierte Informationen über Apophis zu sammeln, um unser Verständnis eben von erdnahen Objekten immer noch weiter zu vertiefen.
Bald werden wir also auch Proben von diesem Asteroiden besitzen und die Wissenschaftler warten bereits mit Spannung darauf, ob sich auch in diesem Gestein weitere Hinweise auf Lebensbausteine finden. Darüber hinaus wird auch diese neue Mission wertvolle Daten liefern, die für zukünftige Asteroidenabwehrstrategien verwendet werden könnten. DART – Asteroidenabwehr mit Sonden. Kann man einen Dart auf einen Asteroiden schießen und ihn so aus der Bahn lenken? Ja, gemeint ist hier natürlich kein gewöhnlicher Dartpfeil, sondern die gleichnamige Sonde der NASA. Der Double Asteroid Redirection Test oder DART zielt eben darauf ab, erstmals einen Asteroiden erfolgreich auf eine andere Bahn zu lenken, und die Mission war ein voller Erfolg. Am 26. September 2022 wurde die kühlschrankgroße Sonde mit einer Geschwindigkeit von fast 24.000 km pro Stunde direkt auf einen kleinen Asteroiden namens Dimorphos gelenkt. Der Asteroid befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das war nah genug, um Dimorphos mit einer Sonde zu erreichen, und weit genug weg, dass für uns auf der Erde durch den Test keine Gefahr bestand. Das beeindruckende Ergebnis dieses Aufpralls war, dass die Umlaufzeit von Dimorphos um seinen größeren Partnerasteroiden Didymos um 32 Minuten verkürzt wurde. Vor dem Aufprall benötigte Dimorphos 11 Stunden und 55 Minuten für eine Umrundung von Didymos, und nach dem Aufprall waren es nur noch 11 Stunden und 23 Minuten. Das Experiment verlief damit sogar noch besser als geplant. Im Ernstfall müssten wir jedoch Maßarbeit leisten. Verschiebt ein Manöver wie dieses einen Asteroiden zu weit, kann das zu einer erneuten Gefahr werden. Die kommenden Jahre wird es sicher weitere Experimente wie diese geben. Und wer weiß, vielleicht besitzen wir in ein paar Jahrzehnten bereits die perfekte Asteroidenabwehr. Apropos Abwehr, wenn du unsere Videos nicht abwehren willst, dann klick jetzt gerne auf Like und abonnieren, denn so verpasst du kein neues Video mehr. Bis bald!